Leute, heute wird es ein Community-Megabox-Opening geben. Das heißt, ich werde mit euch auf meinem Discord-Server Boxen öffnen. Und dieses Rad wird entscheiden, wie viele Boxen das sind. Und wir spinnen mal. Let's go! 8 verbleibende. Das ist jetzt nicht wahr! Digga, das ist jetzt gerade nicht passiert. Zuschauer zieht einfach 8 verbleibende Gegenstände in meinem Video. Das könnte wirklich die krasseste 8 verbleibende Box in der Geschichte werden. Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Puki. Schön, dass du da dabei bist und heute gibt es mal wieder eine neue Folge. Brawl Stars! Was geht ab, Leute? Da bin ich auch schon am Start auf einem brandneuen Account, wo noch nichts drauf ist, außer Shelly und 2000 Juwelen. Die werden aber auf jeden Fall nicht reichen, denke ich mal. Heute gibt es mal wieder ein Megabox-Opening, aber nicht ein ganz normales Megabox-Opening, weil das wird schon irgendwie langweilig. Ich habe mir was richtig, richtig Geiles überlegt und zwar bin ich hier gerade auf meinem Discord-Server mit circa 20, 30 Leuten im Channel und jeder von denen hat heute die Möglichkeit, die Boxen im Prinzip zu öffnen. Und das Ganze funktioniert so, ich habe hier ein Glücksrad am Start, das generiert die Boxenanzahl. Das heißt, irgendwer ist jetzt dran, beginnen wir beispielsweise jetzt mit Eisbär, der hier gerade drin ist. Dann wird für ihn gespinnt und dann haben wir bei ihm 4 Boxen. 4 Boxen würden dann für ihn geöffnet werden und er kann Punkte sammeln nach der ganz normalen Skala. Seht ihr gerade eingeblendet. Also ein Punkt für einen seltenen, 2 für einen super seltenen, 3 für einen epischen, 5 für einen mythischen und 10 für einen legendären oder halt für Amber. Und die anderen chromatischen werden dann halt so eingerankt, wie sie ja halt gerade von der Seltenheitsstufe sind. Ganz, ganz easy, Leute. Sollte man 7 Verbleibende ziehen, gibt es natürlich auch Punkte. Also 7 Verbleibende sind 2 Punkte, 8 Verbleibende sind 10 Punkte, 9 Verbleibende sind 100 Punkte und 10 Verbleibende wären 1000 Punkte. Also wenn das irgendwer schafft, dann auf jeden Fall GG. Das war's dann, würde ich sagen. Aber ja, ich würde sagen, wir starten dann auch schon direkt mal rein. Ich suche mir einen raus und das ist der Julian. Ja, Julian, Moin. Was geht? Hi. Okay, ich spinne jetzt gleich für dich. Wir haben hier zur Auswahl 1, 1, 1, 4, 6, 9, 7, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 5, 10. 10 wäre das Beste. Ich wünsche dir ganz viel Glück und du darfst runterzählen und dann spinnen wir. 3, 2, 1, go. Okay, wir beginnen mit dem Julian. Es wird gespinnt und es sind... Oh, es ist eine Box. Das ist belastend. Ja. Da wird halt schon mal was drin sein. Das sind garantiert... ja, ist garantiert ein Punkt schon mal für den Julian. Zack, und das ist der Boxer. Ich habe es gerade fast nicht gezeigt, aber ja, das war die erste Box. Und Julian hat somit schon mal einen Punkt gesammelt. Dann gehen wir auch schon direkt zum nächsten. Und zwar Logo Timo. 3, 2, 1, go. Okay, dann hoffen wir mal, dass da was Besseres rauskommt, weil 1 ist halt schon lost und es sind 6 Megaboxen. Oh shit, das könnte echt was werden. Logo Timo, 6 Megaboxen werden jetzt für dich geöffnet. Übrigens natürlich mit Creator-Code Puki. Leute, gebt den auf jeden Fall ein, wenn ihr euch irgendwas holen wollt. Beispielsweise jetzt die neuen Skins, Zombibi oder generell noch die alten Brawloween-Skins, was auch immer, irgendwas. Gerne mal den Creator-Code eingeben, dann unterstützt du mich kostenlos. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und bevor wir jetzt noch final reinspringen in die Boxen, Leute, ganz, ganz wichtig, am 1.11. ist es soweit. Der Scheiß-Boxer-Adventskalender kommt raus, der jetzt hier gerade ein bisschen unsichtbar ist. Aber ihr wisst Bescheid, Leute, mit Schokolade befüllt, sehr, sehr nice Sache. Und ich würde sagen, wir starten rein mit 6 Megaboxen. Let's go. Die erste, 2 verbleibende, da wird nichts Neues drin sein, so wie es aussieht. Yes. Dann haben wir die zweite Box, da muss auf jeden Fall was Neues drin sein. Und wir gucken mal, let's go, es ist Barley, nice. Also ein Punkt haben wir schon mal für Logo Timo gesammelt. Das ist jetzt die dritte Box, da ist nichts drin. Die vierte Box, da muss jetzt eigentlich ein super seltener drin sein. Das heißt, das müsste dann schon mal der zweite und der dritte Punkt sein. Ja, und das ist Karl, das heißt 3 Punkte schon mal für Logo Timo. Und 2 Boxen haben wir noch. Er kann auf jeden Fall hier schon gut in Führung gehen. 6 verbleibende, das ist direkt... Oh, das sind direkt 2 neue Brawler. Holy shit, Logo Timo, du darfst mal predikten. Was schätzt du, was ist da drin? Einmal Kevin und dann vielleicht Penny. Okay, wenn das jetzt stimmt, wär's krass. Es ist Penny, es beginnt schon mit Penny. Holy shit, nochmal 2 Punkte. Das heißt, Logo Timo steht aktuell bei 5 Punkten und er ist auf jeden Fall, glaube ich, schon mal ziemlich gut dabei. Also deswegen schreiben wir ihn auch einfach mal hier unten hin. Logo Timo ist schon mal im Ranking dabei mit 5 Punkten und jetzt wird noch was gezogen. Mindestens 2 Punkte müssen hier drin sein und es ist Frank! Logo Timo, was sagst du? Alter, das ist ja krass.
Das ist richtig krass. Das gibt 3 Punkte. Das heißt, du bist bei 8 Punkten. Und wenn mich nicht alles täuscht, haben wir sogar noch eine Box. Krank. Okay, er geht schon mal mit 8 Punkten hart in Führung. Let's go. Und das ist leider nichts mehr. Aber 8 Punkte auf jeden Fall. Logo Timo. Das ist schon mal sehr stark. Hallo Marki, was geht? Okay, ich bin jetzt gleich wieder das Wheel. Du musst nur runterzählen. Ich wünsche dir ganz viel Glück. Vielleicht kannst du mehr Punkte erreichen als Logo Timo. Okay, ich warte auf den Countdown und dann drücke ich drauf. 3, 2, 1, go. Let's go. Ich wünsche dir ganz viel Glück und es ist eine 2. Okay, kann aber trotzdem was sein. Marki, 2 Boxen. Ich wünsche dir ganz viel Glück. Ich gebe natürlich mein Bestes. Graylock und Pookie ist eingetragen. So viel kann da gar nicht schief laufen. Erste Box, 6 Verbleibende. Let's go. Da ist schon mal direkt was drin. Wenn das jetzt ein legendärer ist, dann bist du aus aktueller Sicht Erster. Und es ist Mr. Peter. Was? Easy, sagt er. Oh mein Gott. Also wenn das jetzt noch ein mythischer wird, dann bist du aktuell Erster. Und eine Box gibt's noch. Also die Chance ist auf jeden Fall da. Das ist schon mal sehr, sehr wild. Ich würde sagen, dann darfst du runterzählen für die zweite. Wenn da jetzt nichts drin ist, dann bist du leider theoretisch schon raus. Aber ja, ich würde sagen, du darfst runterzählen. 3, 2, 1, let's go. Was? Digga, das ist jetzt nicht wahr. Das ist jetzt nicht wahr. 7 Verbleibende gibt schon mal 2 Punkte. Das heißt, du bist aktuell schon mal bei 7 Punkten. Ja, das heißt, du wirst Logo Timo auf jeden Fall von seinem Thron runterwerfen, weil du jetzt schon mal für Mr. Peter 5 hast. 2 für 7 Verbleibende. Und jetzt ziehst du ja noch 2 Brawler. Das heißt, mindestens 2 Punkte. Das heißt, du wirst am Ende mindestens bei 9 Punkten landen. Aber schauen wir uns erstmal an, was hier drin ist. Marki, Marki, Marki. Das ist krass. Das wird krass. Okay, erster Brawler. Hast du einen Tipp? Glaubst du, dass es ein seltener wird oder was krasseres? Ich sag, das wird Kevin und Karl. Okay, Kevin und Karl. Ich meine, Karl hatten wir schon, aber ich weiß es jetzt nicht genau. Das war Penny. Penny? Ja gut, dann starten wir mal rein. Es ist Kevin! Alter, für Predicten gibt es halt leider keine Punkte, aber gut, jetzt bist du schon mal bei 8 Punkten. Jetzt brauchst du nur noch einen Punkt, um Marki einzuholen und das wirst du schaffen. 3, 2, 1. Um Marki einzuholen, sag ich schon. Um Logo Timo einzuholen und das ist Jackie. Das heißt, das sind nochmal 2 Punkte. Du bist hier gelandet bei 10 Punkten. Marki aktuell auf jeden Fall auf Platz 1 und Logo Timo. Tut mir leid für dich, er hat dich von deinem Thron gestoßen. Das mit 2 Boxen, das ist schon sehr, sehr stark. Marki, bleib auf jeden Fall im Call. Sollte jetzt dich niemand mehr einholen, dann hast du auf jeden Fall gewonnen. Und ich würde sagen, ja, der nächste ist dran. Und das ist jetzt der Graf der Muff. Du darfst runterzählen und dann spinnen wir das Wheel. Let's go. Okay, da laggt, glaube ich, ein bisschen. Ist aber nicht schlimm, wir haben es verstanden. Und es sind 3 Boxen. Graf der Muff, 3 Boxen. Ich wünsche dir ganz viel Glück. Du kannst es natürlich trotzdem schaffen. 6 Verbleibende. Das ist auch direkt in der ersten Box schon was Neues drin. Let's go. 3, 2, 1. Und es ist die Boxerin. Ein Punkt schon mal für Graf der Muff. Okay, das ist die erste Box gewesen. 2 haben wir noch. Nochmal 6 Verbleibende. Das sind jetzt auf jeden Fall mindestens nochmal 2 Punkte. Ich gönne dir jetzt einen legendären, Alter. Dann könntest du hier alle abziehen. Und es ist Piper. Let's go. Okay, das sind 3 Punkte drauf. Das heißt, du bist bei 4 Punkten. Du brauchst jetzt nur noch 6 Punkte. Also ein legendärer würde reichen in dieser Box. Ist zwar sehr schwierig, aber ich wünsche dir ganz viel Glück. Let's go. Wir starten auch schon rein. Und 6 Verbleibende nochmal. Alter, wie kann man denn so lucky sein? 3 Boxen hintereinander. Yeah. Dreimal zieht er was. Du kannst es jetzt noch schaffen. Du hast aktuell 4 Punkte. Du brauchst mindestens 10 Punkte, dass du auch auf Platz 1 bist mit Marki. Puh. Ja gut, dann darfst du jetzt runterzählen. Das ist wichtig, die Box. Da muss was Krasses drin sein. Let's go. Es ist Rico. Ja, das heißt, das sind nochmal 2 Punkte. Du bist bei 6 Punkten gelandet. Reicht leider nicht für den ersten Platz, aber trotzdem nicht schlecht. Aus 3 Boxen 6 Punkte. Graf der Muff, das war auf jeden Fall solide, würde ich sagen. Ja, dann danke fürs Mitmachen und wir gehen direkt zum nächsten. Dennis, was geht ab? Hi. Okay, du darfst runterzählen. Du weißt, wie es funktioniert. Ich wünsche dir ganz viel Glück. 10 Boxen wäre das Krasseste. Let's go, ich warte auf deinen Countdown. 2, 1, go. Okay, let's go. Ich bin gespannt. Vielleicht wird das eine 10, vielleicht wird... Oh, nein, es ist eine 5. Aber das war so knapp. Das war so knapp an der 10 vorbei. Okay, Dennis, 5 Boxen, 5 Megaboxen. Ich wünsche dir ganz viel Glück. Let's go, wir starten auch schon rein. Die erste sind leider nur 5 Verbleibende. Das ist nichts Neues. Die zweite sind 6 Verbleibende. Da ist was Neues drin. Hast du einen Tipp, was das sein könnte? Also ich glaube, Seltene können wir nicht verziehen. Einen super Seltenen. Ich glaube, es ist Tara. Tara. Okay, das wäre krass. Let's go. Also wir haben echt schon gut was gezogen für 1000 Gems, muss man sagen. Und jetzt Dennis. Let's go. Es ist Daryl. Okay, Daryl ist am Start. 2 Punkte schon mal für Dennis. Das war jetzt die zweite Box, ne? Das heißt, 3 haben wir noch. Und ich bin mal gespannt. Zack, das war die dritte. 2 haben wir noch. Ja, das Luck könnte vielleicht schon aufgebraucht sein. Die vierte leider auch nichts.
Wenn da jetzt nichts drin ist, dann ist... Ja, dann tut's mir leid, Dennis. Das war ein guter Try, aber hat leider nicht gereicht. Dennis ist dann auch schon mal raus. Also aktuell führt immer noch Marky mit 10 Punkten. Das war echt eine solide Runde von ihm. Und ey, darf ich mal kurz festhalten, wie krass viele wir gezogen haben für nicht mal 2000 Gems. Zwei epische und einen mythischen Krank, Alter. Das ist echt sehr, sehr wild. Und übrigens, wir haben auch noch Amber im Shop. Kann man sich auf jeden Fall theoretisch auch gönnen. Aber nee, wenn, dann müssen wir ziehen. So, dann ist der nächste dran. Und zwar ist jetzt der liebe Najats dran. Hi. Okay, du weißt, wie es funktioniert. Du darfst runterzählen. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Glück. Und ich warte auf deinen Countdown. Let's go. 3, 2, 1. Let's go. Wir spinnen. Und es ist... Oh, 1. Das tut mir leid. Najats, das tut mir wirklich leid. Ja, kann ich aber auch nichts machen. So, und es sind 5 Verbleibende, das heißt, das war eine schnelle Runde für Najats. Najats leider raus. Okay, dann nehmen wir als nächstes den Bombenplayer. Glaubst du, du gewinnst das Ganze jetzt hier? Ja, mal hoffen. Okay, gut, dann kannst du jetzt erstmal runterzählen. Let's go. 3, 2, 1 und go. Er macht's richtig spannend. Let's go. Oh nein, das ist auch eine 1. Das ist so unlucky. Oh shit. Bombenplayer, du brauchst jetzt einen legendären, um hier, ja, noch mitzuspielen. Aber 5 Verbleibende ist leider nichts. Tut mir leid, Bombenplayer. Nice try auf jeden Fall. Ja, dann nehmen wir den nächsten und das ist Dragon Shadow. 3, 2, 1, go. Let's go, es wird gespinnt. 6 Boxen sind stark, 6 Boxen sind solide, Dragon Shadow. Damit hast du auf jeden Fall schon mal eine gute Voraussetzung, würde ich sagen. Und dann können wir auch schon mal direkt reinstarten mit der ersten Box. Dragon Shadow, erste Box, 5 Verbleibende. Das sieht nicht gut aus. Zweite Box, auch 5 Verbleibende, oh nein. Dritte Box, auch 5 Verbleibende, das ist belastend. Vierte Box, auch 5 Verbleibende, ach komm. Fünfte Box, auch 5 Verbleibende. Und jetzt die letzte Box, muss jetzt eigentlich ein legendärer drin sein, sonst bist du auch raus. Boah, das ist unlucky und es sind auch, oh Gott, belastend. Alles gut. Belastet. Okay, tut mir leid auf jeden Fall. Ich muss erstmal noch Gems aufladen und dann geht's weiter. Cosmos, was geht ab? Konnichiwa. Ja, du darfst auf jeden Fall runterzählen. Vielleicht kannst du ja hier die Führung wieder übernehmen. Marky führt auf jeden Fall noch mit 10 Punkten. Okay, let's go. Dann zähl runter. 3, 2, 1. Okay. Und, oh nein. Es ist eine Box. Ich meine, eine Box kann halt auch alles retten, ne? Das muss nur ein legendärer sein. Also Cosmos, let's go. Ich ziehe den jetzt. Oh Mann. Unlucky. Ja, tut mir leid. Okay, dann nehmen wir Gabi Geil. Hallo. Hallo. Dann darfst du auch direkt runterzählen. 10 Punkte brauchst du. Das heißt. 3, 2, Crow. 3, 2, Crow. Okay, guter Countdown. Vielleicht sind es jetzt die 10. Oh Gott, nein. Oh nein, wie unlucky ist das jetzt? Eine Megabox schon wieder. Gabi Geil. 5 Verbleibende. Tut mir leid. Ey, das ist echt unlucky gerade. Das ist echt unlucky. Gut. Dann kommen wir auch schon direkt zum nächsten und zwar zu Yuki. Du darfst auch runterzählen. Vielleicht gehst du ja in Führung. Also jetzt die ganze Zeit nur 1 gerollt. Vielleicht kommt jetzt ja mal eine 10 oder eine 9. Ja, du darfst runterzählen. Let's go. 3, 2, 1, go. Okay, dann hoffen wir jetzt mal auf eine 10 oder irgendwas Hohes. Und es ist halt so lächerlich. Es ist schon wieder eine 1. Also irgendwas läuft doch da falsch. Yuki, let's go. Ich öffne die Box. Es sind 5 Verbleibende. Es tut mir leid. Du bist auch schon raus. Mann, das gibt's doch nicht. Okay. Dann nehmen wir einmal TXC Duck. Ich nenne dich einfach nur Duck, ist einfacher. Gut, du darfst auch mal runterzählen. Ich wünsche dir auf jeden Fall Glück. Let's go. 3, 2, 1. Vielleicht jetzt wenigstens mal was Besseres. 1! Es ist 10! Es ist 10! Es sind 10 Boxen! Holy shit! Okay, das kannst du auf jeden Fall gut aufholen. 10 Boxen, das ist nicht wenig. Das ist echt nicht wenig. Du brauchst nur 10 Punkte. Das ist auf jeden Fall machbar. Wir gucken noch mal kurz, was wir ziehen können. Wir können nur noch epische, mythische oder legendäre ziehen. Das heißt, überall, wo es jetzt blinkt, sind es mindestens 3 Punkte. 10 Punkte brauchst du. Duck, was sagst du? Meinst du, gewinnst du das? Ja, klar. Ja, klar. Das finde ich gut. Let's go. Dann starten wir schon direkt rein. 6 Verbleibende in der ersten Box. Duck rasiert jetzt schon mal. Holy shit. Let's go. Und es ist direkt Jean. Es ist direkt Jean. 5 Punkte sind schon mal am Start. Oha, mein Lieblingsbrawler. Oh shit. Duck, ich glaube, das könnte was werden. Ich glaube, ich habe so ein Gefühl, das könnte was werden, wenn die anderen 9 Boxen jetzt nicht mehr reinkacken. Aber direkt in der ersten Box schon mal was gezogen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wild. Das ist jetzt die 3. Box. Dann ist das die 4. Da ist auch nichts drin. Dann ist das die 5. Da ist auch nichts drin. Okay. Hm,
Die sechste ist was drin. Okay, wenn das jetzt wieder ein mythischer ist, dann bist du schon mal gleich auf mit Maki. Du darfst mal runterzählen. Wir machen spannend. 3, 2, 1. Es ist Mortis. Oh mein Gott, let's go, Alter. Holy shit, wie lucky ist denn der Duck? Duck, du hast schon mal 10 Punkte. Du teilst dir jetzt aktuell den ersten Platz mit Maki. Du kannst jetzt aber noch in Führung gehen. Du hast, glaube ich, noch 4 oder 5 Boxen. Holy shit, 10 Punkte, das ging sehr, sehr schnell. Ja, es müssten auf jeden Fall noch 1, 2, 3, 4 Boxen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich würde sagen, wir starten erstmal rein. Let's go. Und wenn jetzt irgendwas noch gezogen wird, dann hast du auf jeden Fall schon mal die Führung ausgebaut und bist auf dem ersten Platz. 5 verbleibende. Wenn nicht, dann muss es halt nachher noch ein Stechen geben zwischen Maki und dir. Das wäre natürlich auch spannend zu sehen. Nochmal 5 verbleibende. Und ich meine, jetzt kommt die letzte Megabox, oder? Ja, jetzt kommt die letzte Megabox. Die letzte Megabox für Duck. Wenn da jetzt nichts drin ist, dann ist es ein Ausgleich aktuell. Und es ist nichts drin. Es ist ein Ausgleich. Duck und Maki sind genau auf einem Platz, und zwar auf dem ersten Platz, und teilen sich den ersten Platz mit 10 Punkten. Das heißt, ihr beide bleibt auf jeden Fall bitte noch am Start. Es könnte sein, dass es noch ein Stechen gibt nachher, außer irgendwer holt das Ganze jetzt noch auf. Das wäre auf jeden Fall auch krass. Aber ja, ich würde sagen, wir machen erstmal weiter mit Pasi oder Passi. Meinst du, du hast eine Chance, das Ganze noch zu gewinnen? Ja, glaub schon. Okay, let's go. Dann zähl runter. Wir spinnen für dich. 3, 2, 1, go. Okay, und wir spinnen, wir spinnen, wir spinnen, wir spinnen, wir spinnen, wir spinnen, wir spinnen. Das ist eine 1. Oh Mann. Oh. Passi, du brauchst jetzt einen legendären, das weißt du. Oder halt hier Amber. Das würde auch 10 Punkte geben. Let's go. Wir öffnen. 3, 2, 1 und 5 verbleibende. Passi, das war leider nichts. Tut mir leid. Okay, dann nehmen wir den nächsten und zwar den lieben Melone 1103. Bist du ready, Melone? Ja. Okay, dann dein Countdown und dann spinne ich. 2, 1. Ja, ups, ups, ups. Ich habe jetzt irgendwas verschoben, aber let's go. Für Melone gibt es auf jeden Fall 4 Megaboxen. 6 verbleibende in der ersten. Das ist schon mal mindestens sind das 3 Punkte, Melone. Und es ist Surge! Let's go! Jetzt muss ich mal rechnen, wie viele Punkte gibt denn Surge? Surge ist ja jetzt aktuell auf dem Stand von einem mythischen. Genau, das heißt, es sind 5 Punkte schon mal für Melone. Melone, was sagst du dazu? Okay, keine Antwort ist auch eine Antwort. Ich weiß nicht, Melone, wir hören dich auf jeden Fall gerade nicht. Wir gehen rein in die zweite Box. Let's go. Du kannst das easy noch gewinnen, ne? Die dritte Box. Wenn jetzt in der vierten Box noch was drin ist, dann 8 verbleibende. Das ist jetzt nicht wahr! Melone, wir brauchen dich. Du hast 8 verbleibende gezogen. Hallo. Melone? Melone! Digga, das ist jetzt gerade nicht passiert. Zuschauer zieht einfach 8 verbleibende Gegenstände in meinem Video und hat somit jetzt schon gewonnen. Melone, du hast 8 verbleibende gezogen. Melone, hörst du mich? Melone, du hast 8 verbleibende gezogen. Siehst du das? Ich brauche dich jetzt hier. Ich brauche deine Unterstützung. Hallo, hört man dich? Ja, jetzt hört man dich. Oh mein Gott, was war denn los? Wir haben dich die ganze Zeit nicht gehört. Ja, keine Ahnung. Bei mir hat das irgendwie geleckt. Oh mein Gott. Ja, Melone, siehst du das, was hier gerade passiert? Ja, 8 verbleibende. Ich zitter gerade voll. Oh mein Gott, das ist halt wirklich krank. Ich habe jetzt schon gerade ausgerechnet, für 8 Verbleibende gibt es ja nach der neuen Skala 10 Punkte. Für Surge gibt es 5 Punkte, das heißt, du hast jetzt schon gewonnen. Du bist auch der letzte Kandidat, den wir jetzt hier dran nehmen. Deswegen jetzt schon mal Glückwunsch. Und jetzt geht es nur noch darum, was wir hier ziehen. Melone auf jeden Fall jetzt schon mal herzlichen Glückwunsch. Und ja, ich würde sagen, du darfst jetzt hier sagen, wann ich tippen muss. Sonst tippe ich gar nicht. 1, 2, 1. Let's go, dann gehen wir schon mal 1 runter. 7. Okay, ich tippe schon mal weiter runter, bis es blinkt auf jeden Fall. Dann haben wir die 3 am Blinken, eventuell sogar die 4. Das wäre ultra krass. Ne, die 4 blinkt nicht, aber die 3 blinkt. Okay, das sind 3 Brawler, Melone. Das sind 3 Brawler, mindestens epische. Das könnte wirklich die krasseste 8 verbleibende Box in der Geschichte werden. Und die hat einfach Melone und mein Akku ist gleich leer. Das ist gar nicht gut. Ich muss mein iPad anstecken. Okay, Melone, wenn du soweit bist, kannst du runterzählen. Dann öffnen wir den ersten. 1, 2, 1. Let's go. Wir beginnen schon mal mit Nani. Holy shit, das sind jetzt schon mal 3 Punkte. Oh mein Gott. Okay, Melone, was sagst du dazu? Das ist richtig krank. 2, 1. Und das ist die Kneipenschlägerin. Nochmal 3 Punkte. Und es ist noch ein Brawler hier drin. Das muss jetzt ein legendärer werden. Das muss jetzt ein legendärer werden. Melone, dein letzter Countdown für heute. Zähl runter. Let's go. 3, 2, 1. Let's go. Und es ist Sprout. Das ist zu wild. 26 Punkte. Digga, Melone, du hast hier wirklich alles rasiert. Du hast hier wirklich alles rasiert. Ich kann dir jetzt schon mal gratulieren, weil ich glaube, dass niemand das jetzt noch breaken wird. Aber mir ist aufgefallen, wir haben noch ein paar Gems. Das heißt,
Wir machen jetzt erstmal noch deine letzten zwei Boxen, glaube ich, auf. Und dann können wir uns noch einen raussuchen. Und der darf dann einfach die letzten Gems noch sozusagen ausgeben. Gut, dann der letzte Kandidat für heute ist Puma. Was geht, Puma? Hi. Ich würde sagen, wir spinnen trotzdem am Wheel. Vielleicht spinnst du irgendwie 10, dann würde ich nochmal Gems aufladen. Du darfst auf jeden Fall runterzählen. 3, 2, 1 und Abfahrt! Abfahrt! Let's go! Und... Oha! Nein, es ist eine 1. Ich dachte, es wären 7. Okay, aber pass auf. Ich habe gerade gesagt, das ist der letzte Kandidat. Deswegen, ja, machen wir auf jeden Fall die ganzen Gems jetzt hier noch weg und geben die auf jeden Fall alle aus und mal gucken, ob du hier noch eine Chance hast. Natürlich, natürlich. Wir gucken mal. Ich bin gespannt. Also, das von Melone kann man halt fast nicht mehr toppen. Das ist echt krank. Ja, aber das weiß ich auch. Immerhin, die Möglichkeit hattest du jetzt. Und ich glaube, das ist jetzt die letzte Box. Das war's. Da ist nicht mehr irgendwas drin gewesen. Ja, das war's. GG. Ja, das also, Leute, wir sind durch. Wir haben einen klaren Gewinner. Melone auf Platz 1 mit 26 Punkten. Seht ihr auch hier eingeblendet. Darunter haben wir tatsächlich Marki und Duck. Oder Dutsch oder Duck, wie auch immer, mit jeweils 10 Punkten. Und dann haben wir Logo Timo mit 8 Punkten. Das heißt, ein eindeutiger Sieg von Melone. Leute, Melone kriegt auf jeden Fall seinen Win zugeschickt. Seht ihr auch hier eingeblendet. Zack, und 50 Euro gab es hier zu gewinnen. Ich hoffe, er freut sich auf jeden Fall darüber. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, Leute. Es war ein echt ein krasses Video. Bis dahin, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und ciao.